Mein Gott, wir sind ja schon bei Folge 30 angekommen. Hallöchen alle miteinander bei Fallout 4. Ja, naja, wir hatten gestern einen sehr, sehr lustigen Stream. Einen ziemlich langen und ausgedehnten Stream. Hatte ich nicht so erwartet, dass es so lange wird, aber ich hatte es ja gesagt gehabt, vorab schon mal zu würden. Wenn es wirklich so kommt, dass hier 5, 6 Zuschauer dabei sind, dann werde ich einen Teufel tun und sagen, ja, Pech gehabt, ihr habt zwar gerade eingeschaltet, aber ich habe gesagt, zweimal eine halbe Stunde, ich bin jetzt weg und tschüss, mache ich nicht. So ein Typ bin ich ja dann auch nicht, deswegen habe ich gesagt, ich streame ein bisschen länger und ja, am Ende waren es dann doch etwas über 2 Stunden. Und nun sind wir hier wieder bei einer normalen Let's Play-Folge, das heißt Aufnahme für mich und später anschauen für euch, nämlich das ist die Donnerstagsfolge. Gut, naja, ihr seht hier schon, wir haben hier 2 Questmarker. Das liegt daran, dass ich sowohl einmal diese Hauptquest-Sache aktiv halte und nebenbei, weil das gerade in der Nähe ist, die verschollene Patrouille gleich mal aufsuchen werde von der Bruderschaft. Da haben wir gleich 2 Sachen auf einmal erledigt. Ich denke, das ist nicht so ganz verkehrt. Gut, naja, dann gehen wir doch direkt, würde ich mal sagen, zu General Atomics und reisen von dort aus darüber zu Fuß. Und dann werden wir mal gucken, was uns da so erwartet. Das sieht aus wie die Powerfaust, würde ich mal sagen, mit irgendeiner Verstärkung dran, mit irgendeinem Mod. Ist schon ein heftiges Gerät. Also ich möchte es nicht abkriegen. Also ein Betonklotz mit so Stahl dran, das ist da auch nicht gerade leicht. Dass man so ein Ding überhaupt ohne Powerrüstung verwenden kann, ist auch so ein bisschen erstaunlich. So, naja. Die Mine ist nicht wieder da, die hier letztens so fies versteckt rumlag. Dann reisen wir doch mal los, würde ich sagen. Ja, der sah bedrohlich aus, den muss ich beseitigen. Tut mir leid. Der hat einen Vogel da zu landen. Gibt's doch wohl nicht. Naja, ansonsten was Neues, Interessantes. Eigentlich gerade im Moment. Oh, mich juckt's am Knie. Moment. Ah. Oh. Diese Mücken, ey, sind unfassbar schrecklich. Jetzt geht's nämlich wieder los hier, diese Mückenzeit. Das macht mich wahnsinnig einfach. Das ist ein Raider, das sehe ich schon so ohne Witz. Hihi. Wir haben vielleicht ein Problem. Alarm wird beendet. Alter, den triffst du doch nie. Der kommt jetzt echt hier rumgelaufen? Da drüben, Zugriff! Stopp! Räudiger Köter! Jetzt war ich aber auch so konzentriert, dass ich überhaupt nichts Gute mehr sagen Arbeit. konnte. Lass nichts zurück. Nein, jedenfalls ansonsten was Spannendes zu erzählen. Ja, insofern. Gut, das eine brauche ich euch nicht erzählen, weil das wäre dann ja schon am Mittwoch, das. Am Mittwoch. Am Mittwoch! Das ist der Wok am Mittwoch. Was? Was hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Ein Meyerlurk-Jäger. Hörst du das? An mir kommt keiner vorbei. Ih, was machst du denn? Hör mal auf damit! Ist der gefährlich? Ah, stirb, du Hund! Ah. Der konnte hier irgendwelche Fernkampfkacke. Das war ja gar nicht in Ordnung. Den habe ich auch da im Wasser überhaupt nicht gesehen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. War ich ein bisschen unaufmerksam, aber okay. Am Wasser sollte man immer mit Meyerlocks rechnen, aber egal. Haben wir ja ausgeschalten. Jedenfalls, das eine brauche ich euch gar nicht erzählen, weil das wäre schon der Wok am Mittwoch. Ich werde mal gucken. Vielleicht ist eigentlich hier unnötig, wie gesagt, aber ich wollte es halt trotzdem mal sagen, weil bei mir gerade Dienstag ist. Mittwoch wäre eventuell ein Stream gewesen. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das zeitlich schaffe. Das werde ich dann sehen. Nichtsdestotrotz wird es wohl oder übel, denn wir müssen ja so langsam mal zu Potte kommen, auch wenn sich einige noch nicht an der Abstimmung beteiligt haben, was ich sehr schade finde. Aber ich muss so langsam mal vorwärts kommen bezüglich ARK. Ich denke mal, der eine oder andere wartet vielleicht schon drauf.
Und ich selber warte eigentlich ehrlich gesagt auch schon drauf. Ich möchte unbedingt Ark weiterspielen im Stream. Das heißt, Sonntag wird es mal wieder eine Map-Vorstellung geben. Also Sonntagabend im Stream, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Vielleicht, ja, was heißt abends? Ich muss mal gucken, wie es zeitlich wird. Vielleicht wird es schon ein bisschen eher wieder so um 16 Uhr, so wie es am Montag war mit dem Fallout 4 Stream. Da war es sogar schon 15 Uhr, muss ich dazu sagen. Aber jedenfalls könnte es da Sonntag zum Stream kommen, oder es wird auch sehr wahrscheinlich zum Stream kommen am Sonntag. Nur, dass ihr schon mal vorgewarnt seid. Och nein! Ich hasse diese Automaten! Ganz ehrlich! Was soll das? Oh, uff! Jetzt hätte ich mich beinahe selber erledigt. Gebt mir den Kuchen! Ich hasse diesen Automaten. Ich hasse ihn so. Ich finde ihn so mega kacke einfach. Gut, ich würde mich als erstes mal nicht um die Hauptquest mit dem Hochleistungsmagneten kümmern wollen, sondern erstmal nach dem Erkundungsteam suchen wollen. Das heißt, wir gehen erstmal hier noch ein Stück weiter. Hier muss ich ein bisschen Munition sparen. Memorial Hospital, okay. Ich wollte doch meinen, dass ich da was Ich wusste, gesehen dass Sie sich zeigen würden. Habe. Ja, klar. Warte. Ich glaube, wir werden verfolgt. Nee! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Explodier doch endlich! Ich hasse sie so. Ich hasse sie einfach so dermaßen, diese Mistkrepel. Oh, alter Schwede. Ich habe schon drauf gewartet, dass er mich jetzt in die Luft sprengt. Aber er hat es nicht ganz geschafft. Halt die Klappe mit deiner Tröte. Du Fröte, du. Nein, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Oh Mann. Wer wusste, dass ich mich zu erkennen gebe? Was war das? Okay, wir werden es hier mit der bei der Hauptquest auf jeden Fall mit Supermutanten zu tun bekommen, so wie es aussieht. Was? Wer da sein? Ich! Bleib wachsam. Dass sie noch da sind. Verwundert! Sie in die Hölle zurück. Jaha, da guckst du aber nicht schlecht, Kollege, ne? Das Messer geht immer, das ist einfach so gut. Wobei Strahlungsschaden dem Supermutanten ja eigentlich auch nichts ausmachen sollte. Von daher müsste ich eigentlich mit der Axt hier besser kommen. Also gut, der andere Nebenquest liegt auch nicht mehr weit entfernt in diese Richtung. Von daher gehen wir doch da direkt mal hin. Ja, ich habe voll vergessen, was ich jetzt gerade am Erzählen war durch diese dämlichen Supermutanten da. Vor allem durch den Scharmützler, der mir da hinterher rannte. Das ist mir zu auffällig, als dass da nichts ist. Da, schon wieder Supermutanten. Supermutanten Hund habe ich schon gesehen. Müssen wir uns jetzt mit dem boxen? Eigentlich nicht, oder? Wir müssen ja da lang. Passt schon. Wir lassen die einfach mal in Ruhe und Empfangen ein Frieden. Notsignal. 107. Das ist die richtige Frequenz. Das ist das Erkundungsteam. Verfolgen wir das Signal. Mal sehen, ob wir seinen Ursprung finden. Okay, jetzt ist der eine Marker weg. So wie es aussieht, ja, ist er. Aber ich muss ein Notsignal kriegen. 4,09%. Wir werden es finden. Ist aber auch so schlimm, wenn ich immer direkt nach Arbeit aufnehme oder sowas. Dann bin ich sowieso so ein bisschen. Direkt nach Arbeit könnte ich einfach einschlafen und dann vergesse ich sehr schnell, was ich eigentlich sagen wollte. Tut mir ein bisschen leid an der Stelle. Aber ich denke, wir werden es überleben. Ich glaube, wir sind nicht allein. Komm doch! Welchen von denen habe ich denn jetzt erwischt? Alter! Übertreib halt! Ich wollte ja eigentlich nur die. Ja! Ich wollte eigentlich nur die Ghule töten, aber stattdessen lagen wir jetzt hier direkt mal alles in die Luft.
Wahrscheinlich ist das Notsignal irgendwo hier, weil hier kam die Ghule her. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Wo? Na toll, dadurch, dass er ihm jetzt ins Gesicht geschossen hat, hab ich ihn nicht erwischt. Wir haben vielleicht ein Problem. Wo ist er denn? Da war doch noch einer, oder? Ich schwöre, da war noch einer. Oder hat er den auch schon erledigt? Hier sind aber auch viele. Hier, hau mal ein neues Magazin rein. Besser ist das. Ich muss sagen, ich finde mit der Power-Rüstung das geiler, wegen dem Licht. Weil das geht dann auch wirklich geradeaus und nicht irgendwas irgendwo nützliches hier um dich rundherum. Also das mit dem Pip-Boy, das Licht, das ist irgendwie nicht so gut wie das von der Power-Rüstung. Ein Haufen Sachen. Hier kann ich mal eben schnell zerlegen. Kann ich hier eigentlich schon was Neues machen? Nö. Präzisionsgewehr, hier irgendwie was? Nö. Ja gut, ich habe ja auch sowieso kein Zeugs mit. Von daher, wie will ich hier irgendwas Neues ranmachen? Ich habe ja hier gar keine Sachen dafür. Hier liegt auch noch ein Ghoul rum. Lass es einfach. Versuch's gar nicht erst, Kollege. Wo sind sie denn nun? Hier wird das Notsignal auf jeden Fall wieder schwächer. Also muss ich wieder in diese Richtung gehen, so wie es aussieht. MedTech Research. Ist es vielleicht da drin? Möglicherweise ist das da drin. Es wird doch langsam hell, da brauche ich das Licht nicht mehr. Dann bin ich nur leichter zu sehen. Muss ja nicht sein. Hier wird's. Ah, okay, hier wird's noch stärker, das Signal. Signal, hallo? Signal? 51,40, okay. Es wird noch stärker. Scheint doch in diese Richtung zu sein. Scheint nicht in dem Gebäude zu sein. 56, 76. Okay, scheinbar laufen wir drumherum. Gucken wir doch mal hier in diese Richtung. 31, 42. Okay, hier ist es nicht. Gehen wir mal wieder ein Stückchen in diese Richtung. Mal gucken, wann das nächste kommt. Oh, 59, 59. Hier wird es wahrscheinlich irgendwo sein. Vielleicht die Ruine hier. Ist so mein Tipp, weil die ist so auffällig. Ja, 88, 15. Ich denke mal, hier wird es sein. Ja, da liegt doch schon ein gepanzerter Bruder. Nehmen wir das genauer unter die Lupe. Ausgebrannte Powerrüstung. Komplett verformt. Okay. Oh, yeah! Eine Explosion hat dieses Gebäude verwüstet. Und zwar eine enorm starke. Schau dir den Springkrater an. Schlachtfeld, Holoband und Ritter Warhams. Holomarker, nehmen wir mal mit. Das ist eine Powerrüstung der Bruderschaft. Ja. Man kann auch die Insignien erkennen. Erkenne ich auch. Das Erkundungsteam war hier. Die Schäden, die waren Absicht. Sie haben die Fusionskerne ihrer Rüstungen manuell überladen. Das hat die Explosion verursacht. Aber warum? Ich wollte gerade fragen, aber warum tun sie das? Wer weiß. Mit Visier, Kampfgewehr, schwer. Okay. Hier drüben. Oh. Seh mal. Ach Quatsch, den habe ich schon längst gesehen. Ich wollte mir jetzt mal das Holoband schnell anhören, Kollege. Oh, ich muss unbedingt mal ausmisten, ey. Das ist doch Wahnsinn. Aktuatoren. Reflektdoppler. Hier. Nee, das ist die Holomarke. Schlachtfeld-Holoband. Das war's gewesen. Dann hören wir uns das doch mal an. Auf der Straße in einen Hinterhalt geraten. Sind 1 zu 5 in der Unterzahl. Klare Meldung. Das hier ebenfalls. Der ist unter 5%. Wir müssen die Rüstungen zerstören. Wir dürfen nicht zulassen, dass... Selbstzerstörung aktivieren. Ferris zurückfallen lassen. Wir gehen zur alten Militärbasis und versuchen dann, es zu unserem Unterschlupf zu schaffen. Der Code ist unsere Kennung.
Bewegung, bewegt! Geschafft. Geschafft. Das war eine Entscheidung. Ohne Rüstung und Vorräte waren ihre Überlebenschancen gering. Aber es war die richtige Entscheidung. Technologie muss beschützt werden. Um jeden Preis. Ja, ich sag mal so, ich bin auch immer zu ohne Rüstung unterwegs. Warum haben sie... Na gut, 1,5 in der Unterzahl, okay. War vielleicht jetzt nicht gerade einfach, aber ich bin doch auch ständig ohne Rüstung unterwegs und überleb's irgendwie. Von daher, hätte das doch vielleicht auch überstanden werden können, der ganze Spaß. Das Erkundungsteam hat es bis hierher geschafft. Folgen wir ihrer Spur. Mach mal gleich, ich will nur mal hier das Zeug mitnehmen. Hier U-Bahn-Marke muss unbedingt sein, das ist wichtig. Ja, das Gelände der Nationalgarde habe ich da gerade eben gelesen. Da werden wir jetzt gleich mal hingehen. Mehr fällt ihm dazu also nichts ein. Nicht ein. Ich mach mal eben kurz die Hauptquest weg, dann habe ich nur noch den einen Marker und dann weiß ich, wo ich hin muss. Das ist sogar zufälligerweise genau dieser. Also ich hocke mich auch immer wieder mal hin zwischendurch, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Einfach, weil da ein Haufen Reifen brennen. Nein, einfach um hin und wieder mal zwischendurch zu sehen, ob ich hier vielleicht irgendwie entdeckt wurde von irgendwelchen Gegnern. Weil das weiß man ja nie so genau. Da haben wir es schon. Wo? Da ist eine Blähfliege. Tötet sie alle! Töten, vernichten! Feuer einstellen! Hat doch wunderbar funktioniert. Hat mich zwar einmal getroffen, aber ansonsten ist alles okay. Ich nehme mal an, das da mit den Satellitenschüsseln wird wohl die Militärbasis sein. Weg mit dir, du Insekt, du. Diese elendigen Viecher immer. Ja, ich hätte eigentlich wirklich mit Fernkampfwaffen spielen sollen. Das wäre für mich wesentlich einfacher gewesen. Man sieht es auch an solchen Gegnern. Aber wir haben uns ja für Nahkampf entschieden. Das ist ein bisschen spaßiger, weil dann ist es nicht ganz so einfach. Und ja, es ist jetzt halt einfach so, wie es ist. Wir werden uns damit abfinden. 47 in diese Richtung. Das ist die... Ja, genau. Trainingsgelände der Nationalgarde. Jawoll! Level hoch. Ja, noch gleich mal gucken, was wir hier Schönes machen. 24 reicht doch, um irgendwie hier so... Ach nee, das war 25. Schade. So, was machen wir denn nun als nächstes? Hier, wo ist denn Mr. Sandman eigentlich? Sandman Kills. Hier, Lady Killer. Hier, Sandman. Du vertrittst den Tod höchstpersönlich und kannst schlafenden Personen auf der Stelle töten. Deine schallgedämpften Waffen richten 15% mehr Schaden an. Was macht denn das noch so? Alt, nächster Rang. Schallgedämpfte Waffen verursachen 30%. Schallgedämpfte Waffen verursachen 50%. Ach, und schlafende Personen kriege ich eigentlich eh nicht, weil die sind vorher tot. Im Schatten... Wahrscheinlich 20% schwerer zu entdecken. Ja gut, wenn man hier auf die Beweglichkeit gehen würde, wäre das wahrscheinlich echt nicht mal schlecht. Vor allen Dingen, wenn man hier Revolverheld nimmt und dann noch schallgedämpfte Waffe dazu, das wäre wahrscheinlich echt brutal. Munition im Behälter brauche ich eigentlich auch nicht so unbedingt. Ich werde mal weiterhin hier rauf gehen auf starker Rücken. Ich level das jetzt erstmal voll, weil dann ist das mit hier Schnellreisen und so, ne? Das kommt uns sehr entgegen, weil ich bin ja öfters mal am Überladen sein. Genau das liebe ich an diesem Job. Den habe ich auch gerade gesehen, so in dem Moment, wo der mich entdeckt hat, habe ich den auch gesehen. Da war ich schon einen Ticken zu spät. Bei solchen Befestigungen muss es hier etwas Wichtiges geben. Das denke ich auch. Entdeckt? Entdeckt von wem oder was? Ich habe immer noch keinen Wotskill gemacht. Guck mal hier, den töten wir jetzt in Wots. Oder in Wets. Keine Gefahr. Nein, nicht! Dance, hör auf! Ja! Wotskill! Ja. Alter! Junge, Junge, Junge! Das war Reaktion, würde ich mal sagen, liebe Freunde. Heftiger Scheiß. Das war echt knapp. Der war schon voll im Angriffsrausch, der Kollege. Wo ist denn der zweite? Ach, so weit weg lag der? Nee, das ist er gar nicht. Hä? Hier war doch noch ein zweiter. Ach, hier. Stand ich quasi drauf.
Ich stehe drauf. Wie komme ich denn da hoch? Dance, ist das dein Ernst? Waffenkammer der Nationalgarde. Alter, ich will da rein. Ich will unbedingt da rein. Ey, Waffenkammer der Nationalgarde, das müssen gute Sachen sein. Notsignal verloren, okay. Also es ist auf jeden Fall irgendwo da drin. Das heißt, ich werde mich wohl im zweiten Teil dieser Folge mal dort reinbegeben, so wie es aussieht. Heng! Hat's gemacht. Da oben auf dem Dach ist auch noch was. Das wäre auch zu gut gewesen, wenn der getroffen hätte. Ist das ein Soldat oder ein Ghoul? Lebt ihr noch? Ich höre hier irgendwo einen Hubschrauber von der Bruderschaft. Würde ich mal fast behaupten wollen. Diese ganzen Geschütztürme hier, das ist der Wahnsinn. So, haben wir denn noch irgendwo was Schönes draußen, bevor ich reingehe? Hier vielleicht im Bus was Tolles? Wo sind sie hin? So machen wir das in der Bruderschaft. Stirb, Mann! Man weiß nie, was man. Oder Frau, findet. Ich weiß ja nicht mehr, was du warst. Keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen. Fahren wir wieder Bus, ne? Nahverkehrsmittel waren schon immer gut. Noch irgendwo Geschütztürme? Das war wahrscheinlich der eine, der mich vorhin auch noch irgendwie gesehen hat. Wie auch immer er das getan hat. Keine Ahnung. Hier nochmal irgendwo Ghule oder Geschütztürme. Also, diese Folge mache ich eben die Außenanlage noch klar und dann, bevor ich reingehe, mache ich einen kurzen Cut. Autsch! Ich war zu langsam. Ich hab's versucht! Aber es hat nicht geklappt. Aber es hat mir jetzt gar nicht so viel wehgetan, muss ich sagen. Also so viel Schaden hat es jetzt echt nicht gemacht. Da bin ich Schlimmeres gewohnt von Splitterminen und Co. Ja, hier gäbe es noch einen Hintereingang, nur komme ich da nicht rein. Ich habe gerade den Vertibird gesehen. Den da oben nehme ich. Da kommst du ein bisschen spät, Kollege. Ich hätte dich ein bisschen eher gebraucht. Aber sieht nicht so aus, als ob hier außen noch irgendwas wäre. Ich gehe mal eben kurz hier hoch, dann komme ich vielleicht noch zu den anderen Geschütztürmen, die ich abgeräumt habe. Kann man da reinfallen? Schade. Dann hätte ich nämlich bestimmt noch einen alternativen Weg ins Gebäude gehabt. So, wie sieht's aus? Noch irgendwelche Geschütztürme oder so? Sieht nicht so aus. Was hier alles so für Kram überall rumliegt, das ist der Wahnsinn. Aber das mit dem starken Rücken kommt mir sowieso sehr entgegen, weil ich ja sowieso sämtlichen Loot mitnehme. Und von daher bietet sich das ja absolut an. Ah, hat nicht gereicht bis rüber, schade. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Bevor wir reingehen, speichere ich nochmal einmal an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns zum Teil 2 wieder. Ich hoffe, ihr hattet genug Spaß beim ersten und erwartet den zweiten schon sehnsüchtig. Also dann, bis gleich.